Dann wollen wir mal. Ab zu Z. Was, da unten waren wir? Oh. Oh, okay. Dann doch nicht da oben. Einfach mal nach unten. Oh, hier sind... Das passt ja stilistisch richtig gut hier rein. Einfach mal so ein V-Rising-Castle reingebaut hier. Ja, why not? Aber stimmt, die haben ja auch ihr Filmtheater drin wahrscheinlich, ne? Ja, ja, muss ja. Ich glaube, wir werden erwartet. Ja, Amphitheater, genau so ist es. Ob das Theater aus Teil 2 ist? Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Aber wir hatten ja ein Theater in Teilen 1 und 2 zuvor und das war eben dieses eine. Zed erwartet uns. Ja, ich hoffe, er wartet auch eine Tracht Prügel, sonst wird er ziemlich überrascht sein. Also, weitergehen, dann gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Nein, wir speichern noch ganz kurz vorher, sicherheitshalber. Also ja, der Final Boss kommt jetzt, Leute. Wir haben noch offiziell 20 Minuten, das rechne ich nicht hinten und vorne. Um das hier abzuschließen. Kampf nicht eingerichtet wurde. Nur Sequenz. Der Kampf allein reicht auch nicht aus. Aber schauen wir mal. Erster Baupläne für das Schlossclown für V-Rising. Wenn man was so bauen könnte in V-Rising. Das Problem ist ja, du bist ja sehr limitiert im Bereich bei mir, weil du hast ja deine Vorgabe durch das Terrain, auf dem du sitzt. Was ja schade ist. Aber naja. Ich meine, im Prinzip kannst du, glaube ich, in V-Rising das Ganze ordentlich bauen in der zweiten Ebene. In der ersten bist du eingeschränkt, dann in der zweiten hast du ein bisschen mehr. Aber von außen sieht es ein bisschen komisch aus. Aber dann wiederum sieht man es ja von außen nicht wirklich. Also was soll's. Ich bin raus. Sound ist alle. Come on now, you lot! It's time for Colony 4 to show off his fangs! So what are you loafing around for? Get your asses in gear! Sorry, boss. It's just the engine's conked out and won't start. Well, then kick the mudder till it does! You gotta be firm! Really give it some elbow grease here! Sir, that's insane! This is a delicate instrument. Delicate? My ass! Whack it! Oh. Smack oh. It! Show me who's sparking, boss! Okay. I'm telling you, you can't just kick it and... Andererseits? Well, looky here, guess I'm the boss! Is this a joke? Voll gut. All right! Now we can come out swinging! Who's with me? Yeah! Boreales, Alter. We owe our lives to him. Now's the time to show him how we shine! Come on, full throttle! Can't let the other colonies steal our thunder now! Ab geht's. Großoffensive. Oi. So muss das Alien. So ohne anders. Feste drauf. Where are we? Oh yeah. Zed. Die Verkörperung der Angst. We found him. At last. How many times is it now that I and you have confronted each other here like this? Is this the erste Mal? Yes. You're welcome to come on up. How many incarnations? Oh. How many ascents into the spotlight? Er kennt das wohl schon. Er ist klar im Vorteil. And once again, I shall endeavor to ask this of you.
tell me, why not resign yourself to the flow? It's unfortunate. Sounds like my memory isn't all that. You have come to stop the flow, have you not? This march of time, stilled for eternity. You intend to stop it by removing me. So is it flowing, or is it stopped? You're not making any sense, mate. Basically, if we can take you down, the world kicks up again. At least, that's what I'm picking up from all that. Human desires can be much likened to a river flowing. Oh, die Mucke ist auch all geil. Humanity yearns for it. The endless bisschen was von FF8 im Schloss am Ende. You'll find. My existence alone, it is proof and evidence. Cut the crap. Who in the world would possibly wish for this? I refuse to be controlled by you. Although, thanks to the stunts you pulled, we managed to twig onto a whole lot of stuff. We learned how best to use the time we have. And for that, you get a real good thanking. You said it. Hmm. 10 years is a mere glimpse. We now know the importance of true choice. We'll build it for ourselves. A world with the freedom to choose. Not a hollow world of fiction like this one. Everyone wants a reality that they can believe in. Freedom is nothing more than fiction. A deception. Those with power, those who can choose, think nothing of it. What then of those who cannot choose? What about the meek and frail? Not everyone is granted as many options as you all have. Will you share? Give them some of yours? Will you call that charity? Or compassion? Will you show it? Imagining them who are granted it to be thus satisfied? Imagining not a piece of wretchedness to remain? Making the best possible choices under duress, living the best life. There are no losers in the world I offer. With a turn of the clock, anyone can be a winner, given the time. The only thing we ever do is take lives. There is no winning. You can't just invent some rule. Why do you recoil from taking lives? The world itself has set this rule. Why resist? It is through consumption of life that this world persists. Denying it is self-delusion. The only outcome, self-destruction. It is unequivocal fact, the imperative that is intrinsic to all living things. The source of our power, and of all living things, lies therein. Young, spirited people, trading lives, aiming for new, ever loftier heights with each new day. That explosive motive power is something we lack. The essence of life. And we are here to express ourselves as an embodiment of life. Okay. Das sind aber bloß Illusionen, hoffe ich mal. Das ist ja doch ein bisschen viel für uns. So that's it. That's what you're getting at. Just for that, you gave those two an impossible choice. Is that why you made Joran and Chris into Mobius? Of course. As for the why, it's because it amuses me. Sind doch echt, oder? We are its foremost audience. Now then, play it out for me. What will the next act entail? Bereavement or revenge? A revolution, perchance? This world is never boring. Not while your lives continue to make it so effervescent. I'll end him.
Oh ja. I just got it. Huh? Fighting in order to live. The words Miyabi left me with. Now, this is exactly when they were four. Yeah, Mio's got it right. At first it was all fun and games. When we got Ouroboros powers, we were just like, happy to get to live a little longer. That was it. But now, things are different. We learned that for many, there aren't any choices on the table at all. Because they were taken from them. By a bunch of crusty old mutters. The strength you talk about is all just smoke and mirrors. Real strength is different. That's right. Knowing when to be close and when to let go. Walking together. Eventually choosing who you really are. That is strength. And that's the real battle here. To find that answer. To choose our actions moment to moment. And if you dare denounce that common right, we will defy you to live in a future over which you lay no claim. Yeah. Sealing away your powers is trivial to me. Was? Nein! Now then, the curtain rises. Ja, geil. Sehr schön, Leo. Ich glaube dann tatsächlich, das sind wohl doch als echte Möbius da im Publikum. Weil wir haben ja auch Kolonie 30 und sowas. Heißt, wir haben auf jeden Fall so oder so schon auf einer Seite mehr Kolonien, als wir eigentlich an Buchstaben im Alphabet haben. Die Frage ist halt nur, wie heißen dann die Möbius, die Kolonien jenseits der Alphabete beherbergen und so. Alter, der stirbt auch gar nicht. Er ist auch zwei Level höher als ich. Voll gemein. Könnte schwierig werden, der Kampf. Schon mal erwähnt. Wir haben keine Möbius, Ouroboros Power gerade. Auch ein bisschen unpraktisch. Er verliert keine Leben, Alter. Ich habe keine anderes Ketten und nix. Was soll ich denn hier machen? Ich meine, der Kampf gegen Zed ist ekelhaft. Habe ich übertrieben? Nein? Gut. Fuck. Ekelhaft. Ganz, ganz ekelhaft. Ich werde doch noch Heiler reinnehmen sollen, nicht Ashera, weil ich keine Ketten machen kann. Pfui. Juni. Geheilt, okay, cool. Eieieiei. Jedenfalls, die ganze Menge an Möbius ist sinnig, weil die Kolonien haben mehr als das. Und die Welt ist ja auch ein bisschen größer als die, die man präsentiert bekommt, ist ja auch logisch. Aber ich habe wieder das Thema, dass die Spielwelt natürlich kleiner sind, dass sie für uns kleiner begehbar sind, als sie eigentlich sein sollen. Und so weiter und so fort, aber so viele sind meine Fresse. Und jeder davon eine Kolonie. Oh, Sequenz, im dümmsten Fall. Ach, was soll ich, ich bleib aber drin. Ist egal, nutzt sie doch eh nicht. Hey. Weiter geht's. Jetzt ein bisschen mit Kälteeffekte. Schön. Dieser Arsch. Oh, ich stehe in 1000 Kreisen drin. Das ist so geil. Ganz viele Buffs. Das ist natürlich schön. Klapp. Au. Hey, ich bin drin geblieben als einziger. Gut gemacht, Noah. Ah, kacke. Oh, ich kann meine Lucky 7 nicht ziehen, sehe ich gerade. Ne? Das ist zwar nicht gesperrt, aber auch da bekomme ich halt keine Punkte wieder. Apropos, da habe ich einen Punkt gekriegt. So muss das. Aber warum auf einmal? Gab es jetzt einen Punkt wegen Seitenangriff vielleicht? Hier gab es einen Punkt eben gerade. Also immer wenn er leicht aufleuchtet, kriege ich Punkte dazu. Nicht viel, aber ich kriege Punkte dazu. Alter. Stirb doch einfach. Ruhe da hinten. Das ist wie eine geile Szenerie, ne? Ich meine, es ist ja nicht so mega überraschend awesome wie im All von Teil 1. Aber es ist trotzdem wie eine coole Szene hier zum Kampf. Wobei man auch sagen muss, Zed ist halt auch nicht so ein super deeper Charakter, Bösewicht, wie die aus Teil 1 und 2 alle waren. Sansa. Oder Malos und Jin natürlich. Aber
Zed ist, wie schon gesagt wurde, ein Konzept. Er ist kein Wesen, kein Individuum, keiner mit einem... Wahrscheinlich mal ein eigener Wille oder sowas, weil er ist einfach aus der Angst entstanden. Er ist kein richtiges Lebewesen. Ne? Also er ist beyond whatever. Und als sowas funktioniert er einfach ziemlich gut. Die richtigen Gegner mit Tiefe hier sind halt die alle schon tot sind. N&M hauptsächlich. Und Yorin und der andere Typ hieß er. Wie war das denn? L? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das sind so die wahren Feinde, storymäßig, die Charakter haben. Er ist halt einfach nur er. Das ist halt. Das funktioniert. Ah, Feuer. Ist fast erwartet. Halt mal bitte. Fieses Feuer. Aua. Zumindest mal ein bisschen Fortschritt. Meine, der nimmt Schaden und wir haben offenbar die nächste Battle-Phase erreicht. Aber meine Fresse. Der will nicht sterben. Auch mehr Leben. Ich brauche Heilung. Aua, 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 aua. Heiß. Ey, das ist fies. Ich will meine Ouroboros-Power nutzen, bitte. Dieser Stimmhörner ist total geil irgendwie. Ja, Feuer ist sau eklig. Als wenn wir Sommer hätten oder sowas. Ganz schlimm. Aber ich lade Lucky Seven immer weiter auf. Das ist gut. Das ist absolut gut. Ich brauche das bestimmt nachher noch. Aua, 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 aua. Aber auch wenn das jetzt ewig dauert, bisher, ist es kein Kampf, wo ich sagen würde, den verliert man, weil man macht ja wieder Fortschritt und man steckt dich so extrem ein. Das ist fast schon eher so ein Stalemate-Kampf, weil erstmal ein paar Sachen getriggert werden müssen, bevor es richtig weitergeht. Der richtige Kampf kommt erst noch. Upsi. Pass aufs Feuer auf. Habe euch gewarnt, Leute. Ich habe euch echt gewarnt. Feuer ist weg. Sehr schön. Ah, man fällt ein Zehntel Leben runter. Das gibt's doch gar nicht, ey. Jetzt fällt ja noch ein Zwölftel. Mann. Weil ich keinen Ouroboros habe und keinen Angriffskette und nix. Aber ich darf viel Schaden rausholen. Das geht so natürlich nicht. Komm schon. Gib mir meine Kraft zurück. Genau. Just why, Zed. Just why. Und X. Schauen wir mal. Ja, du schaffst das schon, I believe. Danke, Alien Cobra. Da ja aber Zeile über mir ist, wirst du mal... Oh. Vor allem, wenn ich jetzt faile, muss ich die ganzen Scheißkraft nochmal machen. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Und das wegen der Zeit. Wir sind jetzt eigentlich schon offiziell gleich Ende des Streams. Also in 12 Minuten ist das offizielle Ende vorgesehen. Natürlich wird bis dann nicht annähernd fertig sein, das Ganze. Schauen wir mal. Ja, danke, Kurin. Ich habe knapp die Hälfte von Lucky Seven aufgeladen. Das ist noch nicht genug. Da geht noch was. Aua. Come on now. Aber keine Feuerflächen mehr. Ich will sie beschneien. Keine Eisflächen. Das ist okay gerade. Das ist ganz angenehm. Darf gern so bleiben. Das heißt Fatality. Vielleicht gibt es eine für dich. Ich wäre trotzdem nicht abgeneigt, wenn mal hier meine Kräfte langsam freigeschaltet werden. Das wäre echt nett. Du wirst Despair tasten. Und ich fläche, junger Mann. Alter Mann. Alter Sack. Uiuiui. Mach bisher ein bisschen aufgeladen wieder. Ah! Ich glaube, bei jedem Rückentreffer nehme ich ein bisschen Lucky Seven Energie in mich auf, kann das sein? Ich verfehle gerade ziemlich oft, aber... Also, ich bin nämlich am Rücken. Ich glaube, die Lucky Seven Sache ist an Klassensachen gekoppelt. Kann gut sein. Okay. Ich glaube, ich weiß zumindest, wie ich es einigermaßen schneller nach oben bringen kann. Ich darf nur nicht sterben, dann wäre es wie auf Null.
kurz vorm Sieg hier. Was heißt Sieg, aber kurz vorm Ziehen des Schwertes. Eieiei. Ich hatte damals bei Final Fantasy X auch immer harte Kämpfe und dachte, ich schaffe das nicht und dann einfach durchgebissen. Was ich überlege, ich kann mich jetzt nicht an super schwere Kämpfe in 10 erinnern, tatsächlich. Außer die Endgame-Dinger, vielleicht, die habe ich ja nicht groß gemacht. Was macht er noch ein Schild? Der nimmt schon keinen Schaden von mir. Willst du mich verarschen? So, angeschlichen. Aber ja. Klärt sich ein bisschen auf hier. Aber nein, nicht hier stark drücken. Fühlt fast auf was. Boah, doch. Doch, mit jedem Treffer fühle ich auf. Doch, doch. Das kommt hin. Die Frage ist, mache ich jetzt gleich auf ihn das Ganze oder warte ich noch bis zum nächsten? Bis zur nächsten Phase. Schwierige Entscheidung. Aber ja, es sieht sich ganz gut aus. Ja, okay, Rückattacken bringen es bei mir. Gut zu wissen. Wenn ich mehr Schaden mache, dann kämpfst du noch morgen gegen... Ja! Ja, Mann! Vor allem auch meine ganzen Debuffs scheinen nicht zu wirken. Die Abwehr oder sowas, das scheint nichts zu triggern bei ihm. Na gut, ist halt ein scheiß Konzept, ne? Er ist im Prinzip so ähnlich wie True Form Darkseid aus DC. Er ist ein Konzept. Er ist halt einfach über Gott und Lebewesen. Was? Ach. Das Gegenteil von Godless, Alter. Was er da macht. Na ja, Kurin. Stehe ich drüber. Set versagt. Er zeigt das Ding und die werden entsprechend befreit dadurch. Schön doof. Angriffskette. Schaden 1000%. Ja, die brauchen wir aber auch. Nett. Das ist die Frage, was mache ich jetzt? Das ist wahrscheinlich alle angreifen jetzt. Ne? Ich mache doch. Fangen wir an mit dir, komm. So, jetzt nehmen wir dich. Mach keine. Knappe Geschichte. Ganz, ganz knappe Geschichte. Und ja, we defy you. Und teile euch als großer Retter gleich oben dran. Und wir hauen so wieder raus, wie halt eben geht. Lieb alles, Tarion. Ja! 150, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich habe auch 1200 Schaden. Wieso? Was? Wieso? Passiert doch nichts. Der nimmt keinen Schaden, Alter. Er kann mit 900.000 steht da. Nichts Größeres. Warum? Ja, Hammer. 6.000 Schaden. Nee, 63.000. Ja. Okay, jetzt wird besser. Very good. The first step in your so-called revolution. Ich hab das nie so genannt. Saugt da gerade die ganzen Möbius aus? Oder so? Nein! Er wird noch stärker. Es ist schon geil inszeniert. Es ist relativ spartanisch, minimalistisch inszeniert, aber es ist geil inszeniert. Nächster Schild, toll. Ja, es ist ziemlich gruselig. Ja, es ist halt trotzdem einfach ein total genialer Typ, der Set, also als Charakteridee. Wie gesagt, halt keine Charaktertiefe in dem Sinne, weil er einfach sowas nicht besitzt, weil er kein menschliches Wesen ist. Er ist einfach nur ein höheres Wesen. Ende. Aber es
läuft einfach für ihn. Als Charakter. Das ist einfach geil. Warum zeigt er denn das, der Idiot? Plock. Nächste Angriffskette. Bald bin ich 1250. Nein, bald bin ich, schade. Na gut. Machen wir es eben gerade auch, ne? Futility. Tja. Zack. Vier ist sehr knapp. Das ist okay. So, Tyon, gleich bist du dran. Mach deinen Dienst. Na, Schaden, Schaden, Schaden. Gib alles, Tyon. Zack, umwerfen. Geht eh nicht, ist egal. Ja! 50, schon wieder. Ach, ich hab's eh performen. Den richtigen Schaden machen wir sowieso nicht jetzt, ist klar. Die machen das ganz normal und dann geht der richtige Kampf wahrscheinlich jetzt los. Das ist gerade mehr Inszenierung als Kampf, das Ganze. Aber das hat auch was. Oh, noch weniger Schaden eben gerade. Super. Tja, was hast du erwartet, hä? Dummes Konzept. Und noch eine Runde, natürlich. Oh, er saugt noch mehr Energie auf, wie es aussieht. Er hat schon einfach scheiß Stil, der Typ. Der hat einfach Stil. Da kann man sagen, was man will. Fleeting beings, what will you show me next? Come now, entertain me. Alright. Bis er platzt, ein bisschen wie Cell, wa? Aber der ist gar nicht geplatzt. Also schon, aber nicht wegen sowas. Halt ein guter Story Loss, den darf man ruhig kopieren. Nicht klauen, kopieren. Ja, der Flügelhörner. Playtime's over. Noch eine Runde hier, komm. Das tue ich wohl. Rief Nummer Noah. Hat bis jetzt immer funktioniert, wird immer funktionieren, oder? Ja. Perfekt. Wieder bis an die 900 dran hier. Sehr schön. Man sieht, ich mache 60.000 Schaden, weil sein Lebensbalken bewegt sich halt null. Aber ist egal. Tyon, you know the trick. Exakt. Neuer Rekord. Diese drei Runden. Schön. Oh. Neuer Rekord an Punkten, aber wir haben 3% weniger Schaden. Das ist doch ein Bug oder was? Nicht, dass das irgendwie relevant wäre, aber es ist merkwürdig. Und aufschlitzen. Ich habe sein Lebensbein kurz zittern sehen. Er hat ganz kurz gezittert. Oh ja, auch töte Schaden ist ja von allen. Hast du jetzt davon? Alle Schilder aufgebraucht. Tja. Come at me. Grasp the future. I cannot assent. The curtain closes. Schauen wir mal, hä? Und ja, wir haben alles frei. Sehr gut. Und hier, oh, mein Schild ist fast fertig. Es wird ein guter Start in den Tag. Mit dem Schwert der Unendlichkeit. Gleich ist es aufgeladen. Gleich haben wir es. Und wie will ich define?